Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns mal wieder einen neuen Hybriden für das Spiel an. Und welcher das ist, das seht ihr jetzt. Das ist der Draco den Titan. Eine Mischung aus Baryonyx und Pulacanthos. Sieht wirklich so böse aus. Schaut euch mal dieses Gebiss an. Oh mein Gott. Diese Fangzähne. Also hier. Sehen so krass aus. Boah, seht ihr das? Also hier hat er halt so normal große Zähne im hinteren Raum. Und vorne hat er diese riesigen Fangzähne. Und das hier vorne ist, glaube ich, sogar sowas wie ein Horn eher. Wahrscheinlich dann vom Pulacanthos vererbt. Sieht zumindest ein bisschen anders aus als die Zähne. Also hier so ein Abschlusshorn. Das ist schon krass. Guckt euch mal an, wie böse der aussieht. Ist natürlich das Skelett und der Körperbau vom Spino. Und, glaube ich, auch die Animation. Das werden wir gleich rausfinden. Das hier ist übrigens der Pulacanthos-Teil, der da reinfließt. Sieht sogar so ein bisschen aus wie so ein Ankylosaurier. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ist aber auch immer schwierig. Aber es sieht schon wirklich so mega gepanzert aus von hier oben. Und da Baryonyx drin steckt, steht er natürlich auch total auf Fische. Die Animationen sehen voll gut aus. Wow. Das ist wieder ein richtig, richtig cooler Hybride. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Formatersteller komplett selbst ausgedacht ist oder ob es da irgendwie eine Vorlage gab. Würde mich mal interessieren. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr den Draco den Titan mal irgendwo gehört oder gesehen habt. Dieses Gebiss ist so heftig. Bin gleich mal gespannt, wie das im Kampf aussieht. Der gefällt mir richtig gut. Also wieder super bedrohlich und gefährlich. So soll es ja auch sein bei den Hybriden. Auch diese Hände sehen voll übel aus. Schaut euch die Pranken mal an. Holy shit. Die sind ja auch riesig. Oh, jetzt legt er sich schlafen. Das ist auch cool. Können wir uns das auch mal angucken. Gott, sieht der bedrohlich aus beim Schlafen. Das Auge ist natürlich wieder offen. Ja, der sieht selbst jetzt noch mega böse aus. Und das ist richtig cool, wie gepanzert der aussieht von oben. Wir lassen jetzt aber nochmal einen zweiten frei. Mit einem anderen Skin. Das ist jetzt Waldlandmuster. Das sieht schön aus. Ohren zu halten, Leute. Das ist definitiv der Spinosaurus-Schrei, so laut er ist. Schade, ich würde das cool finden, wenn da auch nochmal eigene Sounds eingefügt werden würden. Boah, das sieht aber besser aus, das Muster noch. Also nicht, dass das andere schlecht aussieht. Klang jetzt ein bisschen doof. Aber das sieht nochmal cooler aus, weil das dieses Grün und Sumpffarben da so... Sumpffarbene da so ein bisschen drin hat. Also der ist perfekt geeignet für einen Sumpf. Boah, da kriegt man richtig Lust, so einen Sumpfpark zu bauen, wenn man den sieht. Die Schneelandschaft ist halt hier wirklich nicht ganz so passend. Hatte ich aber noch installiert und deswegen dachte ich mir, passt das schon? Ich hätte gerne auch mal die andere Animation gesehen am Futterspender. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Ganz konzentriert schnappt er sich die Fische. Das sieht aber richtig gut aus, die Animation. Der fängt die auch richtig gut mit seinem Mund und schluckt die auch super runter.
kann euch den jetzt auch mal einmal kurz im Entwicklungslabor zeigen. Da ist er leider noch ein bisschen, ja, verbuggt kann man nicht sagen, aber da fehlt noch ein bisschen was, weil der Name wurde hier nicht eingefügt. Der heißt Dracoden Titan, steht ja wahrscheinlich auch im Videotitel, wenn ihr wissen wollt, wie es geschrieben wird. Ich muss sagen, das Bild fügt sich nicht ganz so gut ein, wie zum Beispiel das von dem Bahariasaurus hier. Aber ist auch nicht schlecht. Aber wir können jetzt auch mal kurz die beiden Komponenten anschauen, aus denen der zusammengesetzt ist. Einmal hier der Baryonyx. Ja, das kommt auf jeden Fall schon mal hin, von der Körperform. Weil der Baryonyx auf jeden Fall einen viel längeren Hals hat. Und auch eher eine dünnere Schnute. Das ist hier schon alles ein bisschen bulliger. Und der Polacanthus, den haben wir... Jetzt müsste man das Alphabet können. Da, Polacanthus. Ja gut, von dem kommt natürlich hier oben dieser ganze gepanzerte Aufbau auf dem Rücken. Wäre cool gewesen, hätte noch so ein bisschen längere Stacheln hier an der Seite gehabt eigentlich. Hätte ich ganz nice gefunden. Die Werte sind übrigens 101 im Angriff und 47 in der Verteidigung. Also nicht mega overpowered, das geht eigentlich klar. Hier zum Vergleich mal der Agro. Der ist nur ganz bisschen schlecht in der Verteidigung. Ich würde sagen, wir lassen jetzt nochmal einen weiteren Skin frei. Nehmen wir da mal das Steppenmuster, würde mich mal interessieren. Das gucken wir uns mal an. Ich glaube, das sieht auf jeden Fall anders aus. Kann man jetzt im Schatten schwer erkennen. An diesen Schrei werde ich mich nie gewöhnen. Niemals. Oh ja, oh. Das sieht ja auch cool aus. Das ist so ein bisschen rötlich, bräunlich drin. Aber trotzdem auch grün. Also der wird auch super in den Wald oder einen Sumpf passen. Könnte aber auch in eine Wüste passen. Eigentlich alles außer Schnee. Jetzt sehen wir auch mal die Animation, das ist gut. Oh, die sehen richtig gut aus, die Animation. Der reißt auch richtig vorne mit der Schnauze das Fleisch raus. Denk mal, das sieht alles so gut aus, weil der wirklich die gleichen Körperproportionen wie der Spino hat, gehe ich von aus. Der Panzerung, das ist so nice. Also mir gefällt der richtig gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie der euch gefällt. Interessiert auch noch, ob... Ah, hier haben wir es. Soziale Gruppe 0 bis 1, okay. Das heißt, eigentlich müssten die schon gegeneinander kämpfen, oder nicht? Weil eigentlich ist das ein Einzelgänger. Macht aber auch Sinn bei so einem Monster. Es wäre irgendwie unpassend, wenn der wirklich ein Gruppensaurier wäre. Während hier gerade schon ein Kampfgegner rauskommt, schauen wir uns hier mal in die Ziegenfress-Animation an. Oh, okay. Die funktioniert leider nicht ganz so gut. Aber hier haben wir sein Opfer. Ich glaube, der wird keine Chance haben. Der Arme. Oh, da kommt schon einer. Da geht's direkt los. Oh mein Gott. Er ist komplett blutüberströmt. Aber bei den Fangzähnen kein Wunder. Ich glaube, der wird hier richtig chancenlos sein, der Arme. Ja, guckt euch mal die Größe an, das ist echt krass. Oh, aber er wehrt sich sogar nochmal, nice. Cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist das ein Staring Battle oder was? Nee, das war der tödliche Treffer. Boah, ist der blutig, der Arme. Und da wird er gepackt. Und brutalst zu Boden gebracht. Von diesem Monster. Dem Dracoden Titan. Heftiger Hybrid. Jetzt schauen wir uns aber nochmal den Kampf der Giganten an. Nämlich Rexy gegen den neuen Hybriden. Und jetzt seht ihr auch mal den Größenunterschied. Also der ist noch ein ganzes Stück größer als Rexy. Auch wenn er natürlich jetzt ein bisschen auf dem Berg steht, muss man sagen. Aber da bin ich jetzt gespannt, wie er sich schlagen wird.
Kriegt hier auf jeden Fall schon mal ordentlich einen mit von Rexy. Oh, noch ein. Jetzt ist aber selber ganz schön am Bluten. Das sieht jetzt hier gar nicht gut aus für ihn. Aber jetzt schlägt er auch mal zu. Und jetzt sind beide Blut überströmt. Also super ausgeglichen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich trennen. Tun sie tatsächlich, okay. Die gehen hier nochmal auseinander, die beiden. Ich finde das aber echt interessant, denn untereinander scheinen die sich gar nicht angreifen zu wollen. Guckt euch das mal an, Leute. Die beiden Kontrahenten. Gerade noch gekämpft und gezankt und jetzt trinken sie nebeneinander. Das ist ja auch witzig. Aber ich glaube, für Rexy ist es gleich vorbei. Weil gegen drei von diesen Monstern, da kann auch King Rex nicht bestehen. Ich glaube, das war's jetzt gleich für Rexy. Das sieht jetzt gar nicht gut aus. Da kriegt er nochmal einen harten Treffer. Ist jetzt blutüberströmt. Und der Kopf ist gesenkt. Und da wird er zu Boden gebracht. Von unserem neuen Hybriden für Jurassic World Evolution. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr die Mod mal ausprobieren wollt, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.